Damit ist sie mit dabei im Kreis der Medaillenkandidatin. Bianca Stichling. Erster Versuch, 1,86. Hat noch nicht geklappt. Drei Durchgänge sind absolviert im Dreisprung der Männer. Und nicht zu gute Nachricht: Tobias Hell, der Schweriner, muss hier aus dem Wettkampf aussteigen, leider. Vincent Vogel, der hat Glück, dass nur acht Männer im Wettkampf waren. Der hatte nämlich drei Ungültige, muss damit gleich